Beim Weltcup-Auftakt der Naturbahnrodler in Küta in Nordtirol geht die italienische Nationalmannschaft vollzählig an den Start. Fünf Herren sind dabei: Weltcup-Gesamtsieger Patrick Pigneter, Florian Klara, Alex Gruber, Florian Breitenberger und Stefan Federer sowie vier Damen: Evelyn Landaler, Greta Pinguera, Sarah Bachmann und Debütantin Alexandra Pfattner. Landaler und Pinguera haben im Vorjahr erstmals die russische Seriensiegerin Ekaterina Lavrentieva besiegt. In der Endwertung im Gesamtweltcup belegten sie die Plätze 1 und 2. Heuer sind sie die Favoritinnen. Ja, ich muss schon sagen, ich bin mal alle ein bisschen nervös, ein bisschen mal auf der Rodler umhucken oder ein bisschen mal trainiert und das erste Rennennummer ist. Weil eben, wie gesagt, ich habe letztes Jahr wirklich alles gewonnen, was sie gewählt haben. Und ja, es ist schon ein bisschen Druck, ob ich alles verteidigen kann oder nicht. Ja, jetzt sind wir mal gespannt, ob unsere Freundin, die Russin, wieder kommt oder nicht. Und nachher werden logisch die Karten neu gemischt. Es ist wieder eine neue Saison, neue Chancen für alle. Auf jeden Fall ist das Ziel voll anzugreifen und ganz vorne mitzufahren. Und logisch, man hat allem einen Blick in den Gesamtweltcup, aber auch die Weltmeisterschaft, das sind einfach große Ziele für uns alle. Und schauen wir, wer es schafft. Die Weltcup-Saison der Naturbahnrodler beginnt an diesem Wochenende mit dem traditionellen Parallelrennen in Kütei. Im Vorjahr mussten sich Landaler und Pinguera der Österreicherin Tina Unterberger geschlagen geben. Patrick Pigneter gewann hingegen sowohl im Einsitzer als auch im Doppelsitzer mit Florian Klara. Zwei Weltcuprennen finden heuer auch in Südtirol statt, Anfang Jänner in Latsch und Ende Jänner in Deutschnofen. Und nur zwei Wochen später folgt der Saisonhöhepunkt mit der Weltmeisterschaft im rumänischen Vatra Dornei.